So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag. Es ist Donnerstag, der 23. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen. Einen Blick werfen auf die jetzt stattgefundenen Entwicklungen nach der Fed und das, was das eben entsprechend für Veränderungen auf den Weg gebracht hat oder beziehungsweise, naja, oder auch nicht Veränderungen auf den Weg gebracht hat, denn tatsächlich ist besonders viel ist nicht kommuniziert worden, ehrlich gesagt. Das ist alles größtenteils so gelaufen, wie man es hätte erwarten können. Interessanterweise wurde nicht konkret gesagt, dass sein Taper verkündet wurde, also oder auf den Weg gebracht wird. Sprich, etwas anders formuliert. Man hat dort sich immer noch so ein bisschen gewunden irgendwie und hat es jetzt im übertragenen Sinne auf die lange Bank geschoben. In diesem Zusammenhang hat gesagt, es könnte sein, dass die aktuellen Entwicklungen hier eine solche geldpolitisch restriktivere Haltung an der Reduktion der Anleiheaufkäufe dann früher oder später, sollte die Datenlage sich weiter so entsprechend präsentieren, wie sie es gerade tut, irgendwie gerechtfertigt sein. Also es war ziemlich langgezogen, aber in Summe, besonders wenn man sich dann eben den sogenannten Dotplot betrachtet, dann wird schon offensichtlich, dass man hier damit rechnen sollte, dass dann auf der nächsten Leitzinsentscheidung, die dann in 6 Wochen von jetzt stattfindet, das ist dann kurz vor Thanksgiving im November ist es, dass dort dann entsprechend ein Taper kommuniziert wird, dann in der Größenordnung wahrscheinlich um 15 Milliarden. Und das korrespondiert dann auch relativ gut. Also man muss das wirklich zwischen den Zeilen sich anschauen. Aber das korrespondiert dann relativ gut auch entsprechend mit dem, was der Dotplot suggeriert, nämlich dass dort tatsächlich bis Ende des Jahres 2022 dann auch schon eine Zinsanhebung erwartet wird. Da werden wir gleich auch noch einen Blick drauf werfen. Und umso erstaunlicher, ehrlich gesagt, wie sich jetzt die Aktienmärkte präsentieren. Also der DAX zeichnet weiter an seinem V aktuell zurück über 15.600 Punkte, sehr deutlich überhalb von 15.600 Punkte. Widerstandsregionen, wie man es heute früher hat in einem Tweet von mir sehen können, ungefähr so 680, 700 und wenn wir darüber laufen, ist der nächste halt schon 15,8 und darüber dann schon fast dürfen wir uns wieder darauf einstellen, dass eben die 16.000er Marke in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, Volatilität also weiter deutlich auf dem Rückgang, im Rückzug, auch die Entwicklung rund um Evergrande in China, die verflüchtigen sich mehr und mehr, ja und in Summe ist das im Grunde genommen jetzt dann für mich zumindest mal die also das wahrscheinlichste Szenario ist eingetreten, welches ich gestern schon eben tatsächlich sagte, dass es größtenteils eingepreist ist und das wiederum führt auch dazu, dass ich jetzt aktuell zum Beispiel im Hinblick auf bestehende Positionen Vola Long dann in dem Zusammenhang, also das heißt darauf spekulieren, dass es zu stärkerer Volatilität kommt, dass ich solche Positionen einfach jetzt reduziere bzw. auflöse und dann in diesem Zusammenhang einfach mal der Dinge harren, die da kommen und mich eher wieder tatsächlich sogar in Richtung Long bzw. Vola Short an der Stelle eben in Equities positionieren würde. Gold reagiert entsprechend, also unter 1800 US-Dollar. Es ist jetzt noch nicht so gekommen, dass wir starken bärischen Impuls zu sehen bekommen haben, aber das Bild, das trübt sich eher so ein bisschen ein. Auch darauf wollen wir natürlich einen Blick werfen. Und machen wir das gleiche auch mit schönen Bildern. Zunächst allerdings der Risikohinweis, ganz offiziell. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt kann im Trading für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich hier ausgehend von diesem Risikoprofil eben klar oder beziehungsweise werde man sich bewusst, ob man sich für den Handel eignet. Falls man diese Frage dann für sich mit Ja beantwortet, kann man mit einem Demokonto eben starten, früher oder später den Switch dann Richtung Live machen. Vollständiger Risikohinweis plus Demokonto auf markets.com/de. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen rund um die Produktpalette von Markets. Über Devisen, CFDs hinaus auch physische Aktien, ETFs und dergleichen über Investlösungen, querstrich eben zum Multi-Asset Brokerage, so wie das bezeichnet wird. Alle Fragen gerne an die Elena schicken per E-Mail. Solltet ihr Fragen zum Markt haben, nutzt gerne die Möglichkeit unterhalb dieses Videos hier, solltet ihr euch das Recording jetzt auf YouTube anschauen, dann diese Fragen entsprechend zu stellen. Schickt mir gerne auch eine Mail, kontaktiert mich gerne über die Webseite von mir, jk-trading.com/forum, dort eine Trading-Chatbox für jeden Tag. Und Twitter hatte ich schon erwähnt gehabt. Auch da besteht natürlich die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Wir switchen einmal hier rüber in die MarketsX-Plattform. Da können wir es schon sehen. DAX driftet in Richtung und auf neue Tageshochs. Macht sich eben hier dran, genau dieses V einzuzeichnen, von dem ich gerade sprach. Das heißt also, dieser komplett bärische Impuls, dieses Überrollen, was wir letzte Woche Freitag zu sehen bekommen haben, das ist jetzt
Man möchte fast sagen, komplett ad acta gelegt eigentlich. Spielt keine wirkliche Rolle mehr. Wir werden gleich auch mal einen Blick auf den S&P werfen. Eventuell muss man schon sagen, das, was uns die europäischen Indizes jetzt hier gerade hinlegen an Performance, ist das eventuell sogar wirklich der Wegbereiter für einen früher oder später stattfindenden Run in Richtung und zurück über die 16.000er Marke. Das Spannende ist nämlich, dass zeitgleich hier der S&P zwar ebenfalls sich derart bullisch präsentiert, aber immer noch eigentlich hier diese Abwärtsstruktur im Spiel hält. Also das bedeutet, bis hierhin ist auf jeden Fall noch kein Break über diese Abwärtstrendlinie, diese pinkfarbene hier hat noch nicht stattgefunden. Ich bin mal gespannt. Bereich, Region, ungefähr so diese ehemaligen Tiefs hier, da könnte so eine, ich zeichne das vielleicht mal ein, könnte so eine Kreuzwiderstandsregion könnte da so sich vielleicht herauskristallisieren in diesem Bereich. Müssten wir mal schauen, das ist so Bereich wahrscheinlich 4440, 450 ungefähr. Wenn wir da drüber brechen, wäre das der potenzielle Wegbereiter dann hier für eben weitere Aufschläge. Erstes Ziel 4500 und darüber dann eben die Allzeithochregion 4550, 4560. Das sind von den aktuellen Niveaus Aufschläge noch ungehebelt und roundabout 2,5-3% Pi mal Daumen, würde ich mal sagen. So über den Daumen gebrochen und das bedeutet etwas anders formuliert. Das könnte natürlich dann auch noch für den DAX weiteres bullisches Potenzial eben freisetzen. Überraschend wäre es sicherlich, wenn wir hier gegen diesen Bereich erstmal abprallen würden. Allerdings muss man dann auch sagen, solange wir uns jetzt hier oberhalb von 4.400 Punkten halten können, wäre das in solch einem Szenario eher eine Möglichkeit, sich dann nochmal in diesem Dip-Szenario eben tatsächlich long zu positionieren. Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zurück zum DAX. Der hat eventuell noch ein bisschen mehr Aufwärtspotenzial eben tatsächlich. Mit einem deutlichen Lauf oberhalb von über die 16.000er Marke eben tatsächlich. Erstaunlich, ehrlich gesprochen, wie sich die Situation hier darstellt. Aber das ist jetzt ein ja, potenzielles Szenario, in welchem wir uns wiederfinden, wo eben sich mehr und mehr eben hier vielleicht die Hoffnung beginnt aufzuwachen, breit zu machen, dass es dann doch zu einer schneller als erwarteten Rückkehr zu einem wirtschaftlichen Normal eben kommt, im Hinblick eben auf im Fortschritt und dergleichen. Und dass da eventuell dann eher früher als später damit gerechnet werden sollte, dass wir hier einen ernsthaften Versuch starten, eben zurück über 15.800 und dann 16.000 Punkte und darüber hinaus eben die Punkte eben abzuarbeiten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise entsprechend eben dann den Weg bereiten für eine potenzielle Jahresendrallye. Ich will an der Stelle mal ganz kurz hier schauen. Einen Augenblick. Ja, sehr gut. Andreas schreibt gerade hier. Einmal, ihr könnt's hier in der Chatbox sehen. Heute 14:30 Uhr machen wir ein US-Markteröffnungs-Event. Auf Twitch ist das. Ich sag mal ganz kurz, einen Moment. Hier kann man doch sicherlich da mal so den Link teilen. Einen Moment. So. Da findet das statt. US-Markteröffnung, wie gesagt, 14:30 Uhr. Und ich kann jetzt schon auch bereits sagen, ich habe zwar noch keine richtigen Swaggy-Stocks, aber ich habe an der Stelle auf jeden Fall was für FedEx vorbereitet. FedEx hatte ja vorgestern nachbörslich Zahlen tatsächlich präsentiert und hat mit einem entsprechenden Gap Down hier eröffnet. Ich hatte gestern das eben hier im Morning Meeting, hatte ich das zum Thema gemacht. Hatte in dem Zusammenhang die 2,35 herausgestellt gehabt. Ich muss mal ganz kurz schauen. Einen Moment. War es die 2,35? Nee, 2,40 war es. Ein Stück weit höher. Tatsächlich, 2,35 war der S2. Das war ein potenzielles Ziel auf der Unterseite. Genau. Ich habe in dem Zusammenhang die 2,40 zum Thema gemacht. Und ja, dieses Niveau, das wurde bereits tatsächlich in der Vorbörse, also hier, ich habe es auch noch vorbereitet, wurde das bereits unterschritten. Also hier kam dieser bärische Impuls und da droppten wir bereits in der Vorbörse dann hier, droppten wir unter die 240er Marke, konsolidierten unterhalb und haben dann auch entsprechend einen bärischen Opening Drive hier gesehen, der uns da tatsächlich sogar zeitweise unter die 230 geführt hat. Also das war eine wirklich schwache Vorstellung. Und was jetzt erstaunlich war, im Hinblick eben auf FedEx, war mit Sicherheit, dass wir hier keinerlei stärkeres Abprallen oder beim Abstoßen aus diesem dann irgendwie überdehnt anmutenden Modus eben auf der Unterseite zu sehen bekommen haben, dass da irgendwie eine Korrekturbewegung dergleichen oder sowas auf den Weg gebracht worden ist, sondern stattdessen wir eben im Bereich der Tagestiefs geschlossen haben. Das ist ein sehr schwaches Signal. Das war
Ausgehend von den Tageshochs, wenn wir das jetzt mal intraday betrachten an dieser Stelle, bis zu den Tagestiefs, das waren zwar nur rund 6 Dollar, was verhältnismäßig gering ist eigentlich für eine Aktie, die hier bei über 230 Dollar eben tatsächlich notiert, aber nichtsdestotrotz, das ist eine ATR, etwas mehr als eine ATR gewesen und in diesem Zusammenhang Schluss nahezu auf den Tagestiefs. Das qualifiziert die Aktie dann heute für ein sogenanntes Second Day Play. Also das bedeutet durchaus realistisch, dass wir, sofern es nicht gelingt, hier die 2,32 zurückzuerobern an dieser Stelle, also dieser Bereich, der sich hier gestern herauskristallisiert hat, dass wir eben dann auf der Unterseite weiter bärisches Potenzial eben freigesetzt sehen, welches uns ja, bis 2,25 würde ich mal sagen, mindestens, nicht mindestens führen könnte, aber das wäre so eine erste Region eventuell, die ich da anvisieren würde. Vielleicht geht es sogar bis in Gefilde um 2,20 Roundabout. Also das könnte durchaus interessant werden. Was natürlich in dem im Kontext Erwähnung finden muss, sollte, ist auf jeden Fall erst einmal, dass wir hier durch den Umstand, dass wir eben eine ATR haben von etwa 5 Dollar, also 22er ATR, dass wir in dieser Konstellation dann eben, ja, wie soll ich sagen, CRV-technisch dahingehend Schwierigkeiten kriegen könnten, weil wir mit einem Stop arbeiten müssen von roundabout einem Punkt, etwa 20% der ATR. Das heißt also, 1 Dollar Risiko, kriegst du dann auf der Unterseite wirklich nochmal die Chance von 5 Dollar Potenzial bei einer Aktie, die erstens schon relativ weit gelaufen ist, in einem übergeordnet sich aufhellenden Bild plus ergänzend dazu eben einem Titel, der. Ja, der dann eben auch, ich sag mal, nicht vielleicht, oder vielleicht bereits um 2,25 hier potenziell einen ersten Support findet. Wenn wir nicht einen Pop in die Eröffnung sehen und dann gegen die 2,31 hier wieder überrollen, dann könnte es CRV-technisch schon relativ dünn eben tatsächlich werden. Also aus der Perspektive ist das so ein bisschen eine hakelige Angelegenheit, aber rein aus technischen Gegebenheiten ist das auf jeden Fall ein mögliches Play. Wie gesagt, en Detail beschäftigen wir uns heute Nachmittag damit, da werfen wir auch mal einen Blick zurück auf die Earnings. Wie gesagt, das, was hier herausgestellt wurde, im Hinblick eben auf diese Earnings, ganz besonders in Bezug auf die Guidance, die dann eben reduziert wurde und die dann auch diese bärischen Vorgaben gestern auf den Weg gebracht hat in der Aktie, war mit Sicherheit, dass man eben hier steigende Arbeitskräftekosten herausstellte, entsprechende auch Supply Chain Issues, also das heißt Lieferkettenengpässe bzw. Unterbrechungen an der Stelle, also Supply Chain Interruptions infolge eben Corona-Lockdown und dergleichen, die natürlich alle auf so einen entsprechenden Zulieferer wie FedEx eben durchschlagen. Und das ist eben durchaus etwas, was die Fed nicht in der Lage ist, eben zu kompensieren. Kommen wir nämlich zurück zu der, durch mehr geldpolitischen Stimulus in irgendeiner Form zu kompensieren. Und etwas, was dann eben Einzeltitel an der Stelle entsprechend belastet. Gucken wir mal ganz kurz en Detail auf das, was da gestern seitens der Fed kommuniziert worden ist. Da kommen wir gleich drauf. Auf den Punkt kommen wir hier gleich zu sprechen. Ich will zunächst einmal hier einen Blick werfen. Das hatte ich gestern geretweetet an der Stelle. Und zwar, wir haben hier die Benchmark Interest Rate unchanged. Also das bedeutet keine Veränderung im Leitzins, so wie das erwartet werden durfte. Wir haben hier auch entsprechend diese Interest Rate on Excess Reserve unchanged at 0,15. Also das ist dieses Zinsniveau, welches im Grunde genommen angibt, wie viel Zins dafür gezahlt wird, Geld bei der Fed zu parken. Also im übertragenen Sinne ist das so ein bisschen die Einlagenfazilität. Ich glaube, so könnte man das relativ gut formulieren. Das ist also jegliche Liquidität, die oberhalb des regulatorisch vorgeschriebenen Maßes eben seitens der Banken vorgehalten wird. Und ja, also wie gesagt, da gab es keinerlei Überraschung. Wir haben hier, man kann es auch sehen, FOMC maintains 80 Billion Treasury Buying, 40 Billion MBS Buying per Month. Also das heißt, hier werden pro Monat Treasuries, Staatsanleihen, US-Staatsanleihen in der Größenordnung von 80 Milliarden weitergekauft. 40 Milliarden MBS, Mortgage-Backed Securities, also auch der Hypotheken- oder Immobilienmarkt, der wird da entsprechend unterstützt. Das, was hier interessant ist, ist jetzt, das, was ich gerade schon meinte, das war ich will sie mal fadenscheinige Rhetorik nennen. Ja, so kann man es vielleicht ganz gut fassen. Economy has made progress toward bond taper goals. Also die US-Wirtschaft hat sich in Richtung eben dahingehend verbessert, stabilisiert oder zeigt sich robuster jetzt, um eben entsprechend eine Reduktion der Anleiheaufkäufe dann auf den Weg zu bringen. Und jetzt kommt's, und das ist eben genau das, wo man eigentlich nur breit grinst, weil man sich denkt, da ist wieder eine Hintertür sich offen gehalten worden, die ist so groß wie ein Scheunentor. Fed Bond Taper may soon be warranted.
Also ein Taper, eine Reduktion der Anleiheaufkäufe könnte bald gerechtfertigt sein. Nun ja, ja, das ist so ziemlich, sagt eigentlich alles und sagt dann wiederum auch gar nichts. Das allerdings, was man dann zwischen den Zeilen eben hier rauslesen kann aus dieser Kommunikation, ist, wenn man sich hier den sogenannten Dotplot anschaut. Also das mal ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Der Dotplot, der gibt an, pro Punkt, das sind das entsprechend, ist das eine Stimme, stimmberechtigte FED-Mitglieder. Und hier wird im Grunde genommen angegeben seitens dieser, wo dann dieser einzelne, nicht namentlich hier an der Stelle genannte, entsprechend eben das Zinsniveau in einem jeweiligen Jahr sieht. Aktuell 2021, offensichtlich keinerlei Motivation in irgendeiner Form daran etwas zu ändern. Das Problem, ja, Problem ist das falsche Wort. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch einen Vergleich bekomme. Einen Augenblick. Ich könnte mir vorstellen, dass Zero Hedge dazu was hat. Das dauert vielleicht jetzt mal kurz eine Minute. Und zwar, was interessant wäre, wäre vielleicht hier zu sehen, wohin sich das verändert hat. Also wie sich dieser Dotplot vorher dargestellt hat. Ich guck mal kurz. Vorausgesetzt, ich finde jetzt hier überhaupt einen. Also so dramatisch oder so schlimm ist es nicht. Wenn es da jetzt nichts gibt. Einen Moment, einen Moment. Ja. Das ist doch schön. Damit können wir doch viel besser arbeiten. So. So sieht diese Grafik aus. Das ist noch ein bisschen besser. Also, offensichtlich hier, September Dots, genau das gleiche, auch gleich zu interpretieren. Was eben jetzt interessant ist, und deswegen wollte ich das mal kurz hier zeigen, wo es noch vor 3 Monaten, stand. Wir hatten vor 3 Monaten, hatten wir hier die Mehrzahl der FED-Mitglieder, die an dieser Stelle eben keine Zinsanhebung in 2022 gesehen haben, sondern erstmalig in 2023. Also so ist diese Grafik tatsächlich zu interpretieren. Und das, was jetzt hier sich offensichtlich abzeichnet, ist, dass sich jetzt hier eine Pattsituation herauskristallisiert. Also das bedeutet, dass eben tatsächlich diejenigen welchen, die eine Zinsanhebung in 2022 eben sehen, gleich auf sind mit jenen, die diese eben nicht sehen. Und das ist insofern natürlich relevant zu erwähnen, dass man sagt, naja, 2022, also wir haben jetzt September 21. Also das bedeutet sehr konkret gesprochen, da bleibt ja nicht mehr so viel Zeit. Ja? Denn wir sollten nämlich auch uns vor Augen führen, wir haben ja immer noch ein entsprechendes Anleiheaufkaufprogramm in Größenordnung von 120 Milliarden. Und das wiederum impliziert, dass man eben offensichtlich dann ab November entsprechend eben beginnen müsste, diese Anleiheaufkäufe entsprechend zu reduzieren. Und das ist auch ja sehr, sehr schön grafisch dargestellt, einfach um das mal zu zeigen. Also das bedeutet hier, im November sind wir noch bei den 120 Milliarden und dann ab Dezember kommt dann eben entsprechend der Taper, sofern er dann entsprechend kommuniziert wird auf dieser November-Sitzung, wovon aber derzeit eben entsprechend ausgegangen wird. Und das dann im Gegenwert von 15 Milliarden. Also hier kann man das entsprechend sehen. Und dann kann man auch sehen, wann denn dann diese Anleiheaufkäufe auf null zurückgefahren sind. Also man geht nicht her und sagt, wir kaufen keine Anleihen mehr auf oder beziehungsweise keine Mortgage-Backed Securities, sondern was man an der Stelle eben macht, man reduziert das stückweise. Zunächst von 120 auf 105, dann auf 90, dann auf und so weiter und so weiter. Und das ist eben dann endend im Juni. Das heißt also, ab Juli hat man entsprechend nächstes Jahr dann keinerlei QE mehr. Und jetzt wird es dann eben dahingehend interessant, dass man sich die Frage stellt, na gut, also dann haben wir im Grunde genommen die zweite Jahreshälfte 22, in der sich dann hier potenziell zeigen dürfte, Moment, hier haben wir es, wo sich dann eben zeigen dürfte, dass entsprechende Zinsanhebungen begonnen werden, ein Thema zu werden. Vorausgesetzt natürlich, dass die US-Wirtschaft sich weiter in einem Modus präsentiert, der solche Zinsanhebungen möglich macht oder beziehungsweise innerhalb dessen solch restriktiver geldpolitischer Kurs sich entsprechend präsentieren, beziehungsweise auch parallel dazu die Finanzmärkte sich entsprechend weiter ruhig präsentieren. Und keine starken Anstiege der Volatilität kommen, irgendwelche Disruptions irgendwie irgendwo sich am Kreditmarkt zeigen, etc. So, und nun ja, nun ist es dann eben so, dieser restriktivere Kurs ist erst ab der zweiten Hälfte eben tatsächlich zu sehen. Nochmal, also es ist eine 50-50-Angelegenheit aktuell. Aber, und das ist das, was ich hier mal vorbereitet habe, das ist jetzt das Fed Watch Tool der Chicago Mercantile Exchange. Ausgehend hier von der Einschätzung der Marktteilnehmer, entsprechender Terminkontrakte,
an derivativer Finanzprodukte und dergleichen Optionen eben hier extrahiert wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Marktteilnehmer hier am Terminmarkt ein Zinsniveau in der Zukunft eben sehen. Und was ich jetzt hier mache, ist im Endeffekt, dass ich sage, ich gucke mir einfach mal an, wo stehen wir eigentlich dann im Dezember 2022. Und da kann man eben deutlich erkennen, dass die Marktteilnehmer hier mit weit über 50%, also 75% eben tatsächlich sogar, 75% eine Zinsanhebung sehen. Hier tatsächlich kann man erkennen, dass 30% sogar dieser Marktteilnehmer erwarten, dass die Fed nicht nur einmal, sondern sogar zweimal hiked. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, wenn ich mir jetzt das im Gesamtkontext anschaue, Reduktion der Anleiheaufkäufe plus entsprechend eben hier den Dotplot, dann komme ich zu dem Schluss, dass die Marktteilnehmer am Terminmarkt sagen, und derzeit es als gegeben sehen, auch infolge vielleicht das weiter anziehen oder sich auf erhöhtem Niveau präsentierenden Inflationsausblick, dass die sagen, ein Zinsanhebungsschritt 25 Basispunkte im September 22 und den nächsten dann eben im Dezember. Das hängt mit Sicherheit davon ab. Am wahrscheinlichsten ist, dass wir einen Zinsschritt zu sehen bekommen und dass dieser eine Zinsschritt dann auch im Dezember erfolgt, dass da die erste Zinsanhebung erfolgt. Wie komme ich zu dem Schluss? Wenn wir uns zeitgleich hier den September anschauen, dann sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit hier bei 40% nur gesehen wird zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, im September erwartet wirklich das Groß der Marktteilnehmer hier, dass wir eigentlich nur 60%, mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit keine Zinsschritte zu sehen bekommen. Also das könnte man jetzt auch dahingehend dann interpretieren, dass man sagt, naja, da gibt es dann eventuell dann auch den ein oder anderen, obwohl, nee, muss man nicht in die Richtung eben interpretieren, dass wir hier gleich eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte zu sehen bekommen, sondern das wird wahrscheinlich eher so sein, dass diejenigen, welchen dann sich einfach die hier 30% diesen Zinsschritt im September erwartet haben, dass die sich größtenteils eben dann hier in diesem Territorium widerspiegeln. Mit leichten Tendenz in Richtung, das wird der einzige Zinsschritt geblieben sein. aber lange Rede, kurzer Sinn. Also was man einfach jetzt hier erkennen kann, ist, dass wir alles in allem eine Reduktion der Anleiheaufkäufe ausgehend von dieser Kommunikation, auch der gewählten Rhetorik von Jay Powell ab November, auf dem November-Meeting in 6 Wochen eben angekündigt sieht. Und dass infolgedessen dann nicht nur erwartet wird, dass wir eben bis Juni bzw. Juli dann 22 diese Anleiheaufkäufe komplett auf Null runtergefahren haben, sondern dass zeitgleich auch entsprechende Zinsspekulationen auf den Weg gebracht werden. Und warum das jetzt erwähnenswert ist, weil ich ganz ehrlich gestehen muss, ich würde auf solch eine Rhetorik, ehrlich gesagt, also das ist ja nicht nur ein Taper, sondern das ist ja dann auch ein entsprechendes Tightening. Also das bedeutet, dass ein restriktiverer geldpolitischer Kurs eingeschlagen wird. Da würde ich eigentlich erwarten, dass Equities unter Druck geraten. Und dass das nicht stattfindet, ist ein sehr klares Signal und ehrlich gesprochen ein deutliches Signal von Stärke, was wiederum bedeutet, ich gehe eher davon aus, und da schließt sich dann der Kreis, wie ich zu diesem Schluss komme, warum ich eben dieses bullische Potenzial sehe und auch Volatilität an der Stelle jetzt nicht mehr long bin derzeit. Also zumindest gegeben den derzeitigen Umständen. Wenn ich wohl along bin, dann bereite ich mich im übertragenen Sinne auf so eine Art Black Swan Event vor. Also irgendwie ein schwarzes Schwan Event, weil es irgendwie über den Ticker läuft, wo irgendwelche, weiß ich nicht, Naturkatastrophen oder sonst dergleichen in irgendeiner Form dann hier Volatilität begünstigen. Aus der geldpolitischen Perspektive, konjunkturellen Perspektive, sieht es hier erstmal danach aus, als wenn wir eher darauf spekulieren sollten, dass sich dieses Momentum eher weiter bullisch fortsetzt. Also bezogen auf den S&P, was natürlich dann entsprechend auf den DAX durchschwappt. Und das bedeutet jetzt lange Rede, kurzer Sinn für den Intraday-Handel unsererseits. Vorteil Intraday ganz klar auf der Long-Seite. Derzeit sehen wir eine Konsolidierung im Bereich der Tageshochs. Und ich würde hier eher Breakout-Ansätze in Richtung des vorherrschenden Momentums, also Long, eben bevorzugen, mit der Erwartung, dass es zu einer Überwindung, zu einem Bruch über 15.700 Punkte in den Folgestunden kommt. Sofern wir eben, wie gesagt, hier den Breakout auf der Oberseite eben initiiert sehen. Und das trotz des Umstandes, wird der ein oder andere vielleicht hier sagen, aber boah, wir sind doch schon relativ weit überdehnt in diesem Bereich. Also wir sollten sicherlich berücksichtigen, dass wir hier in den Gefilden um roundabout 650, 700 eine Region finden, die wir bis vor kurzem als Boden für die Konsolidierungszone hier von Mitte September, ja, 13. September eben gesehen haben. Also eine enge Konsolidierung, bis es dann zu diesem Überrollen kam. Das war letzte Woche in den Wochenschluss hinein. Darüber eben, wie gesagt, ist durchaus nochmal der Weg bereitet bis 15.800 Punkte. Also das könnte ein sehr, sehr freundlicher Wochenschluss werden, weil die Reaktion auf dieses eigentlich aus dieser Perspektive hawkische
nicht Statement seitens der Fed. Also das ist, wie gesagt, größtenteils erwartet, wenn das, was der Markt daraus macht, diese hawkische Haltung, dass darauf Equities derart bullisch reagieren, das ist, wie gesagt, vielleicht sogar nochmal ein stärkeres Signal an dieser Stelle. Und wie gesagt, sollte den Bullen eigentlich alles in allem deutlich in die Karten spielen. So zumindestens also meine Interpretation hier aus der Warte, infolgedessen, was wir gestern dort präsentiert gesehen haben. Ja, das also zum DAX. Wie gesagt, Intraday Vorteil Long oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, Break auf neue Tageshochs oberhalb von 680, 700 darüber. Die Region 15.800 Punkte. Wenn nicht heute, dann eventuell in der nächsten Woche. Kommt es hier mal zu, in den nächsten Tagen, also morgen, kommt es hier zu einem Pull-in? Sollten wir hier entsprechend eben nochmal einen Rücksetzer sehen, sollten wir unter den EMA 50 droppen, sollten wir zurück in die Entschuldigung, Opening Range droppen, beziehungsweise unter die 15.600er Marke rutschen, könnte sein, dass wir nochmal einen Retest hier dieser Region 450, 500 zu sehen bekommen. Aktuell sieht es aber eher danach aus, als wenn der Vorteil ganz klar hier auf der Long-Seite eben bestehen bleibt. So, das also im Hinblick auf den DAX. Blicken wir mal ganz kurz hier auf den S&P. Sich gestern auch alles in allem schon in das Event hinein eigentlich sehr bullisch präsentiert. Hier kann man sehen, das ist alles in allem sehr, 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 sehr erratische, unspektakuläre Price Action. Aber die europäischen Märkte, was die eben gerade daraus machen, ist durchaus stark zu sehen, beziehungsweise dass wir schon so bullisch in das Event reingekommen sind und dann es nicht zu einem schärferen Pull-in hier entsprechend kam. Auch das war eigentlich schon ein positives Signal. Wie gesagt, wenn ich mir die charttechnische Konstellation im DAX anschaue, oder würde ich sagen tatsächlich, dass der aktuell einen relativ stärkeren Eindruck eben vermittelt. Im Hinblick auf den S&P müssen wir erstmal schauen, ob es gelingt, hier diese Abwärtstendenz zu brechen. Allerdings würde ich jetzt mal sagen, ist das eher eine Frage der Zeit. Also das heißt, es ist nicht die Frage, ob, es ist eher nur die Frage, wann das tatsächlich stattfindet. Und das gilt ganz besonders, solange wir uns oberhalb von 4.400 Punkten eben hier stabilisieren können. Auch der Tech-Bereich, trotz dieses eher restriktiveren Bildes, zeigt sich erstaunlich stark an dieser Stelle. Also sprich etwas anders formuliert, auch hier haben wir ein höheres Tief markiert. Das hatte ich ja durchaus schon skizziert gehabt, ich glaube Dienstag früh war das. Sind jetzt auf höhere Hochs durchgestoßen und wir sehen auch hier in diesem Zusammenhang, drehen wieder auf gegen diese wichtige Support-Region, sind also weiterhin ganz klar bullish und ist auch hier nur eine Frage der Zeit, wann es eben zu einem Lauf wieder in Richtung und auch auf neue Allzeithochs eben tatsächlich kommt. Also auch im Tech-Bereich, Big Tech-Bereich ganz besonders, ist die Devise ganz klar buy the dip aktuell, beziehungsweise der Vorteil jetzt in Richtung Long geswitcht. Trotz restriktivem geldpolitischen Kurs nimmt der Markt das offensichtlich als positiv an. Also das ist das, was ich daraus mache. Jetzt könnte man sicherlich ein Bild skizzieren und das auch gerechtfertigt, wo man sagt, naja, ein restriktiver geldpolitischer Kurs, eigentlich Equities eher bearish, also warum die Long-Seite jetzt? Wir nehmen das Feedback des Marktes. Also das heißt, wir können an der Stelle ganz klar sagen, wie wir es gerade gezeigt haben, besonders ausgehend vom Dotplot, dass das eher nicht nur ein Taper, so wie hier eben entsprechend aufgeführt in grafischer Form an der Stelle von Zero Hedge, sondern es ist eigentlich auch eine sich abzeichnende Tendenz in Richtung Tightening, also das heißt einer entsprechenden geldpolitisch restriktiveren Kurszinsanhebung, die erwartet werden. Und dass darauf entsprechend eben Equities derart bullisch reagieren, besonders auch im Tech-Bereich, das ist eine ganz klare Message, die der Markt sendet. Long. Und dem folgen wir an dieser Stelle im übertragenen Sinne. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, welche Kandidaten bieten sich denn hier vielleicht an? Dann aus der Long-Perspektive. Ich bin in dem Zusammenhang hier, nach dieser jetzt stattgefundenen Korrektur in Nvidia, wo wir noch nicht mal unter die 200er-Marke zurückgelaufen sind, aber auf dieser Aufwärtstrendlinie aufgesetzt sind, bin ich bei Nvidia, bei einem potenziellen Kandidaten, der eher früher als später wieder auf neue Allzeithochs ausbrechen sollte und sich ganz klar bullisch präsentiert. In dem Fall wäre es so, dass ich von der 230 oberhalb Potenzial bis 250, 260 vielleicht sogar in den kommenden Wochen eben tatsächlich erwarten würde. Also ausgehend von den derzeitigen Kursniveaus sind das nochmal Aufschläge von 10% und mehr, die ich in dem Fall erwarten würde. Also ich bin in dem Hinblick für Nvidia auf jeden Fall bullisch. Auch Tesla, wo haben wir die Aktie? Auch Tesla hier, ebenfalls ein Kandidat. Wir sind weiter in einer ganz klaren Aufwärtssequenz. Guck mal ganz kurz, ob wir hier auch einen Aufwärtstrendkanal einzeichnen können. Ja, mit viel Wohlwollen.
da haben wir ein klares Level auf der Oberseite, dessen hoch wir sehen wollen. 87, 800 aller spätestens. Anfang jetzt Oktober, ich glaube am 2. Ich muss mal ganz kurz schauen. Delivery Numbers Tesla. 2. Kommt das hin? Two weeks ago. Tesla, I still have to go super hardcore. Tja, müsste ich jetzt gucken. Oh, ich habe mein Artikellimit bei Reuters habe ich erreicht. Okay. Ja, ich glaube, es ist Anfang. Ich glaube, es ist Anfang Oktober. Ich müsste jetzt gucken, ob es am 2. oder am 3. Oktober eben tatsächlich ist. Das ist aber auf jeden Fall ein Wochenende. So viel weiß ich. Wenn es denn dann stimmen sollte. Also Delivery Numbers. Wir sind die letzten Delivery Numbers immer relativ stark eigentlich reingelaufen. Also das heißt hier zum Beispiel, das war Anfang April, haben wir da ebenfalls einen starken bullischen Impuls gesehen. Wir haben dann Ende des Monats haben wir Quartalszahlen, sollten die Growth Numbers trotz dieser sogenannten Semiconductor Shortage, sollten die ebenfalls stark ausfallen, haben wir da potenziell zwei fundamentale Trigger auch. Jetzt neben dem übergeordneten Bild, welche eben hier den Ausbruch über 800 eben tatsächlich initiieren könnten. Ich hatte ja grundsätzlich ein verhältnismäßig bullisches Bild schon vor einiger Zeit skizziert gehabt für Tesla. Und ja, also das, was der Markt jetzt eben, wie gesagt, aus diesem eher restriktiven geldpolitischen Kurs macht, trotz anziehender Inflation und dergleichen, ist das eigentlich ein alles in allem weiter sehr, sehr bullisches Umfeld, in dem sich auch dann hier Tesla an der Stelle widerspiegelt. Also das sind zwei Kandidaten meiner Einschätzung nach, Nvidia und Tesla, die dann eben, sofern ich hier plane, länger mich vielleicht dann auch jetzt für die nächsten Monate long zu positionieren, diese Outperformance dann im Equity-Bereich eben sehe, sind das zwei Einzeltitelkandidaten, denen ich durchaus was zutraue aus der Perspektive eben tatsächlich. Vorausgesetzt natürlich alles unter der Prämisse, dass wir eben entsprechend ein weiter ruhiges Marktumfeld eben vorfinden. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Jeglicher Anstieg jetzt oder komplettes Switch im Bias des Marktes, es sieht nicht danach aus, aber dass sich jetzt plötzlich beginnt eben Skepsis breit zu machen und entsprechend Volatilität nach oben spiked, irgendwelche Zahlungsausfälle von irgendwelchen Immobiliengiganten zum Beispiel in China. Da ist es zum Beispiel auch so, dass sich mehr und mehr eben eine Beruhigung abzeichnet. Wir können mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Also Evergrande ist, würde mich zumindest wundern, weil das jetzt nicht unbedingt so ein aktiver gehandelter Titel eben ist. Evergrande, dann gucken wir mal hier ganz kurz. Evergrande. Zack. So, werfen wir mal ganz kurz einen Blick drauf. Also, wir können es hier schon erkennen. Das ist ein 5-Minuten-Chart. Können erkennen, 23. heute Gap Up an der Stelle offensichtlich. Übrigens, das sind Hongkong-Dollar, ne? HKX ist die Hongkong Exchange. Ich müsste jetzt kurz das Wechselkursverhältnis mir anschauen. Euro-Hongkong-Dollar bzw. US-Dollar zum Hongkong-Dollar. Ich glaube aber, das liegt ungefähr bei 7 Pi mal Daumen wahrscheinlich so. Roundabout 57. Also das heißt, die Aktie, wenn wir uns das Ding in Euro angucken, irgendwo in Frankfurt, jetzt getaxt, dann werden wir eben hier uns im niedrigen Cent-Bereich tatsächlich bewegen. Nicht, dass man sich da wundert, wo jetzt die 2,67 herkommen. Also das sind Hongkong-Dollar an der Stelle. Aber wie gesagt, Gap Up, welche sich abzeichnet. Wir haben auch gestern schon eine erste kleine Stabilisierung im Moment. Gestern kein Handel stattgefunden in der Aktie. Ach so. Müssen wir kurz überlegen, war gestern Feiertag in Hongkong? Okay, also auf jeden Fall eine Bodenbildung, die da vollzogen worden ist. Sieht zwar jetzt übergeordnet immer noch nicht besonders vielversprechend aus, was die Aktie hier uns präsentiert hat, mit diesem sich kontinuierlich beschleunigenden Abwärtstendenz. Aber nichtsdestotrotz ist ein erstes positives Signal, was geliefert wird. Ich hatte gestern gelesen, dass wohl Interest Payments, also das heißt Zinszahlungen auf jeden Fall für Mittwoch wohl beziehungsweise für heute in Aussicht gestellt worden sind. Das, wie gesagt, ohne da zu sehen, die Details zu gehen, um was es hauptsächlich bei Evergrande geht, ist an der Stelle eben, dass die Situation zunächst einmal beginnt zu beruhigen. Und das in Verbindung eben mit dieser stark bullischen Reaktion, die wir eben im Equity-Bereich generell sehen,
spricht eher dafür, dass, wie gesagt, eben die Long-Seite zu favorisieren ist. Nochmal, sollten da irgendwelche Unsicherheiten auf den Markt gebracht werden oder aufkommen in irgendeiner Form, dann wäre das etwas, was mit Sicherheit in der Lage wäre, eben entsprechend hier bärischen Impuls vielleicht auf den Weg zu bringen. Aber aktuell sieht es eher danach aus, als wenn wir dieses Long-Umfeld eben weiter befeuert sehen, eben tatsächlich. Im Zusammenhang mit der FED natürlich wichtig, einen Blick auch auf dann an der Stelle Gold und die Reaktion eben zu werfen. Guck mal ganz kurz. Initial bullish. Das war 20 Uhr. Kurzer Spike auf der Oberseite über die 87 und dann relativ scharfer Push auf der Unterseite. Wenn wir hier auf den Zeitstempel schauen, dann fällt auf, das ist 20:30 Uhr, 20:40 Uhr. Das fällt zusammen mit der Pressekonferenz von Jay Powell und den entsprechend dort gemachten Kommentaren. Ich habe das jetzt nicht en Detail mir angeschaut, was er genau wann, zu welcher Uhrzeit gesagt hat, aber im Gesamtbild, also wenn man jetzt ein bisschen sich den Rauch verziehen lässt und dann eben auf das blickt, was ich gerade im Hinblick auf den Dotplot und so weiter gezeigt habe oder beziehungsweise auch im Hinblick auf den Taper, ist das natürlich eine folgerichtige Reaktion, dass wir eben hier eher Abgabedruck sehen und dann Gold 20 Dollar unter Druck eben tatsächlich sehen. Im Bereich der Tagestiefs schließen sehen. Wir sehen, dass wir die 67 jetzt halten können zunächst einmal, aber alles in allem sieht das nicht besonders vielversprechend aus, was uns Gold hier eigentlich präsentiert. Also es sieht eher danach aus, als wenn wir uns nochmal darauf einstellen sollten, dass es da ein Leck auf der Unterseite gibt und das bleibt so lange, wir es nicht schaffen, oberhalb von 87 zu schließen, beziehungsweise hier an der Stelle eben die Hochs von dann gestern Abend hier auf das FED-Event um 1787 US-Dollar pro Fein uns eben rausnehmen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, bis dahin bleibt das Risiko bestehen. Im Großen und Ganzen, eigentlich haben wir weder was gewonnen, eher ein bisschen was verloren an der Stelle, ja, mit leichtem Abgabedruck, aber größtenteils scheint, besonders wenn ich mir die Price Action jetzt hier in Gold anschaue, das einfach eingepreist zu sein. Also das ist nicht wirklich spektakulär, was sich hier abzeichnet. Unterm Strich bleibt es aber zunächst einmal dabei, besonders vor dem Hintergrund eben dieses eher restriktiven geldpolitischen Kurs, Erwartungen, Zinsanhebungszyklus, Tapering, Querstrich, dann auch Tightening schon in der zweiten Jahreshälfte 2022. Das ist eigentlich kein so günstiges Umfeld für Gold an der Stelle. Außer natürlich, es gibt dann entsprechend stagflationäre Tendenzen. Also dass nämlich genau dieser Taper-Tightening-Kurs eben zu einem stagnierenden Wirtschaftswachstum bei zeitgleich anziehender Inflation führt. Das wäre etwas, was dann mit Sicherheit für eine negative Realverzinsung sorgen und in diesem Zusammenhang dafür dazu ganz wesentlich beitragen könnte, sollte, dass eben aus dieser Konstellation eben Gold bullisch performt. Aber derzeit ist auf jeden Fall erstmal Gold mit eher Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, unterhalb von 780 bzw. 787 gestrigen, ich nenne sie jetzt mal Fett-Übertreibungshochs an der Stelle, würde ich sagen, bin ich Gold eher ungerne long. Also ich bin Gold jetzt auch nicht short, aber ich bin Gold erstmal zunächst nicht gerne long, einfach weil ich hier ein ganz klar bullisches Signal gesendet sehen wollen würde, bevor ich mich hier entsprechend positioniere in der Erwartung, dass es dann zu einer Rückeroberung der 1800 kommt und dann vielleicht auch mal früher oder später zu dem Break über die 1830, was dann auch, oder 835, was dann übergeordnet sicherlich ein klar bullisches Signal wäre, den Weg in Richtung 1900 und höher eben aktivieren würde, aber bis dahin ist noch ein langer, langer Weg eben tatsächlich und derzeit stellt die Situation alles andere als attraktiv da, auch vor dem Hintergrund der jetzt gestern gemacht Äußerungen seitens der FED. Das wäre es zu Gold gewesen. Werfen wir einen Blick mal hier auf den Euro-US-Dollar. Der hat gestern eine kurze Attacke auf die 17 geliefert. Allerdings sehen wir eben hier aktuell, stellt sich das Bild jetzt wieder ein bisschen aufhellend dar. Wir sind deutlicher über die 1,17 gelaufen an dieser Stelle. Haben jetzt nochmal diesen Bereich hier um den untere Aufwärtskanalbegrenzung nicht angelaufen, sondern auch leicht unterschritten an der Stelle. Das Bild hat sich in Summe eigentlich jetzt nicht groß verändert, ehrlich gesprochen. Also die Situation hier im Euro-US-Dollar, die bleibt weiter eher short vor dem Hintergrund dessen, was sich eben dort herauskristallisiert hat, auch jetzt im Hinblick auf kann man hier überhaupt gucken. Viel Wohlwollen vielleicht. Kriegen wir hier so eine Art Kanal eingezeichnet. Ich würde den jetzt nicht als über, ich würde ihn nicht überinterpretieren wollen.
Man müsste den Kanal auch nicht einzeichnen, um hier zu sehen, dass eine Rückeroberung der 1750 weiterhin das Bild aufhellen würde. Also gestern in dem Bereich erneut gescheitert. Das ist so ziemlich genau der gleiche Bereich mit 787 im Hinblick auf Gold. Hier zusammenfallen, wie gesagt, mit der 1750 im Hinblick auf den Euro zum US-Dollar. Sobald wir diesen Bereich rausnehmen würden, wäre eher dann an der Stelle eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite, potenzielle Bodenbildung gegen die 1,17er Region vielleicht zu erwarten, mit dann weiterem Aufschlagspotenzial, welches uns früher oder später in Richtung nochmal der 1,19er Region vielleicht sogar führen könnte. Aber unterm Strich bleibt der Vorteil hier im Euro-US-Dollar auch längerfristig eher auf der Short-Seite zu suchen, eben auch weil da fügt sich dann eben das Bild im Hinblick auf das, was ich hier sagte, besonders Dot-Plot, besonders im Hinblick auf das, was hier seitens der Marktteilnehmer auch im Hinblick auf die Leitzinsniveaus seitens der Fed erwartet wird. Es ist ein eher sich für den US-Dollar günstig darstellendes Umfeld, weil wir eine Ausweitung des Zinsdifferenzials zwischen europäischen und US-amerikanischen Bonds eben hier erwarten und die ganz klassisch für den US-Dollar an der Stelle eben sprechen. Also das bedeutet, eher davon auszugehen ist, dass der US-Dollar Kapitalzuflüsse sieht, während eben der Euro eher Kapitalabflüsse eben tatsächlich sieht, die sich eventuell sogar nochmal beschleunigen, wenn sich dann entsprechend die politische Landkarte deutlich in Richtung links oder mit einem Linkseinschlag präsentiert, Querstrich eben deutlich vielleicht röder, so nennen wir es mal, darstellt, als das der ein oder andere vielleicht jetzt sieht oder derzeit, das zeichnet sich ja besonders auf Deutschland an der Stelle eben ab, dass das nochmal zusätzlichen Abgabedruck eben im Hinblick auf den Euro eben nach sich ziehen könnte und dann infolgedessen auch aus der Perspektive eher Abgabedruck gesehen wird, neben dem klassischen makroökonomischen Treiber Zins eben an der Stelle. So, ja, soweit wäre es das im Großen und Ganzen eigentlich gewesen. Final der Blick nochmal hier auf Bitcoin. Da stellt sich das Bild weiterhin günstig dahingehend da, ich hatte das ja gestern zum Thema gemacht, dass wir eben nach diesem kurzen, ich nenne wir jetzt mal Flashout, am Dienstagabend hier einen deutlich zügig erfolgten Rebit gesehen haben, mit dann auch einer hier auszumachenden Konsolidierung oberhalb von 44.000, beziehungsweise ein bisschen tiefer. Wir können auch sagen 43,5 an der Stelle. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall hier einmal, dass wir eher bullisches Umfeld weiterhin vorfinden. Und besonders wenn wir uns den kurzfristigen Bereich jetzt hier anschauen, also ganz kurzfristig betrachtet und auch die Signifikanz dieser Region mit dieser potenziellen Dreieckstruktur, mit dieser aufwärts gerichteten Trendstruktur, da zeigt sich eher potenziell eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines bullischen Breakouts auf der Oberseite, besonders wenn wir über die 44.300, 44.400er Marke eben laufen, auch mit einem relativ klaren Level, gegen das ich hier riskieren würde, an der Stelle ehrlich gesagt. Also, wenn ich mich jetzt hier long positionieren würde, mit einem Break auf höhere Hochs, also Break über 14.400, habe ich hier ein relativ klares Level, gegen das ich riskiere. Das ist der Bereich 43.750 roundabout. Das sind ungefähr 650 Dollar Risiko. Ja, ne, kommt hin. Ja. 650 Dollar Risiko. Auf der Oberseite gehe ich auf ein Stint mindestens bis 46.000 an der Stelle. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Ich habe an der Stelle ein CRV von 3 zu 1. Das könnte oder ist meiner Einschätzung nach durchaus attraktiv, eben tatsächlich von der Long-Seite hier. Und die Konstellation, die wir jetzt auch nach diesem etwas volatileren Tagesausklingen sehen und über die letzten 2 Handelstage, deutet eher darauf hin, dass wir hier früher oder später wieder einen Push auf der Oberseite erwarten sollten in dem Fall. Eben, also sprich Bitcoin mit Bruch über die 44.400 eher long, klares Level, gegen das ich hier riskiere. Sobald wir unter 43.7, 43.650 rutschen würden, wäre das ein Endbruch dieser sich seit gestern herauskristallisierenden Aufwärtsstruktur und würde dann eher den Bullen, in Anführungsstrichen, den Wind aus den Segeln eben tatsächlich nehmen. So, soweit wäre es das tatsächlich meinerseits gewesen. Ich schaue mal ganz kurz jetzt hier in die Chatbox, ob irgendwelche Fragen aufkommen. Okay. Ja, ich lese jetzt gerade hier die Headline. Kurz einen Augenblick.
kann das mal ganz kurz zeigen. Jetzt sehe ich auch, wo da potenziell der kurze Anstieg der Wohler herkommt. Also da sieht man dann potenziell auch das Evergrande hier und die Headlines potenziell eine Auswirkung haben. Uns ganz kurz hier den Zeitstempel an. Das geht jetzt ungefähr 10, 15 Minuten zurück, das gerade hier über den Ticker läuft. Moment, ich lasse die mal offen. Mal kurz gucken, wie ich das am besten mache. Moment. Machen wir das mal so, dann muss ich nichts suchen, sondern kann das gleich hier. Zack. Also, China tells Evergrande to avoid near-term Dollar Bond Default an der Stelle. Also das bedeutet, die chinesische Regierung hier fordert also Evergrande an der Stelle auf, einen zeitnahen Dollar Bond Default zu vermeiden. Also das heißt, in US-Dollar ausgegebene Anleihen und einen Zahlungsausfall, ein Default eben in diesen zu vermeiden. Ja, ist das positiv, ist das negativ? Ich würde mal sagen, es ist dahingehend ein Signal, so würde ich es vielleicht am ehesten interpretieren, dass die chinesische Regierung dort zwar einerseits Druck aufbaut auf Evergrande, aber andererseits eben auch die Situation ganz, ganz vehement am Beobachten ist an dieser Stelle und dann eventuell auch bei entsprechenden Turbulenzen, die da vielleicht aus dieser Perspektive auftreten könnten, also die sind nicht komplett vom Tisch, aber dass dann eben eine entsprechende Intervention seitens der chinesischen Regierung, Querstrich der Notenbank eben erwartet werden könnte. Und wir sehen kurzen, also wirklich marginal. Wir wollen es jetzt nicht überbewerten. Das sind jetzt hier mal 30, 40, na, noch nicht mal 30 Punkte. 30 Punkte, mal kurz ein Spike auf der Oberseite, ein kurzer Push auf der Unterseite, wird sofort zurückgekauft. Was gezeigt, also was an der Stelle vielleicht hier zeigt, in diesem Moment, dass dort ein bisschen Sorge aufkommt. Sowas muss ich nicht sagen, wenn das Risiko eines Ausfalls von Dollar allein nicht besteht, aber dass wir eben hier on the brink of disaster stehen, also sprich am Abgrund seitens Evergrandes und eben ein Zahlungsausfall ein Thema ist, das sehen wir ja allerspätestens, wenn wir uns die Credit Default Swaps zum Beispiel von Evergrande insgesamt anschauen, die am Markt eben entsprechend gehandelt werden und die jüngsten Meldungen, die über den Ticker gelaufen sind. Deswegen würde ich das jetzt an der Stelle nicht überbewerten, eben tatsächlich. Und wir sehen auch sofort, dass dann eben hier dieser Mini-Flush, sofern wir ihn überhaupt so bezeichnen sollten, sofort wieder zurückgekauft wird und wir im Bereich wieder der Tageshoch stehen. Also das heißt, an dem grundsätzlich bullisch ausgemalten Bild eben oder skizzierten Bild, was ich hier gerade zum Thema gemacht habe, hat sich an der Stelle nichts dergleichen irgendwie dadurch jetzt verändert. So, ja, das wäre es soweit jetzt am Donnerstag, post der Fed eben tatsächlich meinerseits gewesen. Also, fassen wir alles zusammen. Fed, wie erwartet. Fed liefert einen zwischen den Zeilen Hinweis darauf, dass es eher früher als später eine Reduktion der Anleiheaufkäufe geben sollte. Vor dem Hintergrund dessen, was der Markt draus macht, Stichwort auch beziehungsweise nicht nur, was der Markt draus macht, sondern auch, was der Dotplot suggeriert, ist es so, dass wir unweigerlich eine Reduktion der Anleiheaufkäufe erwarten sollten, angekündigt sehen sollten auf der nächsten Fed-Entscheidung. Das ist im November der Fall. Reduktion dann ab eben November monatlich folgend, also beziehungsweise ab Dezember in dem Fall um jeweils 15 Milliarden, dann sind wir Juni, Juli 22 sind wir entsprechend durch und das würde dann tatsächlich sogar die Tür öffnen für entsprechend eben einen Tightening in den Jahresschluss hinein, also Zinsanhebung an der Stelle eben um 25 Basispunkte. Es gibt sogar den einen oder anderen, der hier an dieser Stelle eben vielleicht sogar zwei Zinsschritte eben tatsächlich sieht. Ich denke, das ist zu restriktiv, aber Fakt ist auf jeden Fall, sofern sie sich so weiter stabil darstellt, ist das eher ein restriktiver geldpolitischer Kurs, der sich abzeichnet, auf den Equities erstaunlicherweise bullisch reagieren, was alles in allem ein starkes Signal ist. Besonders für den Tech-Bereich, wenn wir auf den blicken eben, und da könnten dann, kommen wir nochmal eine Stufe runter, da könnten dann eventuell sich Kandidaten wie Nvidia oder Tesla eben als durchaus attraktive Longplays dann abzeichnen oder herauskristallisieren eben tatsächlich. Und ja, nunmehr wäre es das meinerseits soweit erstmal hier zur Marktöffnung gewesen. Heute Nachmittag schauen wir dann gemeinsam mit dem Andreas nochmal auf die potenziellen Swaggy Stocks für den heutigen Handelstag. Wie gesagt, ich hatte im Hinblick auf FedEx schon gesagt, könnte ein Second Day Play, könnte ein Thema werden. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen etwas heißer diskutierten Titel dann aus dem Wall Street Bets Segment an der Stelle. Wie gesagt, ich schaue mal, ob sich da was vorbereiten lässt, Querstrich, ob es da überhaupt etwas gibt, was interessant werden könnte.
Ich kann mal ganz kurz hier nochmal final vielleicht einen Blick drauf werfen. Stichwort Second Day Play, da hatten wir gestern ja mit Uber auch so einen Kandidaten für so ein zweites Play. Relativ zügig gleich allerdings zum Opening weg. Also das war was für die ganz kurzfristig orientierte Fraktionen, die hier vielleicht einen Opening Drive Trade beispielsweise eben handeln. Ich hatte in dem Zusammenhang die 46 zum Thema gemacht. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich hier die Community, ob ich den Post noch finde von gestern. Also es sollte jetzt nicht so schwer sein, ehrlich gesagt, aber was hatte ich da geschrieben gehabt? Hier ist einmal der Blick. Zack. Also das ist die Discord-Community, da findet man das immer entsprechend. Und ich guck mal kurz. Uber 25%, 100 Millionen Stücke gehandelt. Wo steht es hier? Ziel über 45, zunächst 46. Und da hatte sich tatsächlich, also das war das erste darüber um 48. Das setzt aber voraus, dass da ein weiteres bullisches Momentum aufkommt. Und wir haben relativ zügig gleich vom Opening weg eigentlich das Verteidigen der 45 gesehen. Das war auch eine sehr interessante Price Action, ehrlich gesagt. Wenn wir das mal ganz kurz hier einfangen. Das ist ein Daily Chart. Machen wir eine Minute draus und zack. So. Also, da konnte man hier sehen, das waren die gestrigen Tageshochs. Auch hier Bereich dann Level wird angelaufen, kurz drunter geflasht, kommt sofort ein sogenannter Quick Rebit. Dann hast du in dem Bereich eigentlich hier, also dann gehst du aber ganz weit runter, dann gehst du bis ins Tape hinaus, siehst sofort auf diesen kurzen Flash unter die 45, siehst du eben, dass sofort wieder Käufer reinkommen, dass es diesen sogenannten Step-up der Bits gibt an dieser Stelle. Hast ein klares Level, gegen das du hier riskierst, ist die 44,77 Roundabout, also vielleicht 75, hast du einen Tick den Stop drunter, bist gegen 45 Roundabout ungefähr long, beziehungsweise auf die 45 Long in diesem Bereich. Wie gesagt, das hängt so ein bisschen dann davon ab, wie schnell du bist an dieser Stelle. Hast also 25, 30 Cent Risiko maximal und siehst auf der Oberseite dann sofort diesen starken Opening Drive über die 46 sogar. Und hast hier einen Change in Character, das hängt so ein bisschen davon ab. Eventuell ist der ein oder andere hier schon gewillt, die Position komplett rauszunehmen auf den Opening Drive Trade. Vielleicht lässt man den im Rest stehen für 25 Prozent, vielleicht 50%, ich weiß es nicht, an der Stelle und würde dann eben hier auf ein Kippen dann entsprechend den Rest der Position nehmen und hätte dann ja, in den ersten 25, 30 Minuten den Trade tatsächlich schon abgewickelt gesehen. Also ganz, 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 ganz kurzfristig. Aber ausgehend von dieser Price Action, das ist eben durchaus etwas, was man oder basierend, worauf man eine Trade-Hypothese formulieren kann, die sich ja auch abzeichnete, nachdem wir am Dienstag dann entsprechend schon hier dieses bullische Play auf diese fundamentale News da, die Gross Booking Margin oder irgendwie sowas, wie das hieß, entsprechend eben dazu gesehen bekommen haben, dieser starke Intraday-Trend, der sich hier abgezeichnet hat, potenzielle Bodenbildung, die herauskristallisiert hat, sehr, sehr hohes Volumen. Genau, und die Theorie oder die Basis, die Idee, die dahinter steckt, wie gesagt, ist eine sehr ähnliche, die wir heute auch bei FedEx eben sehen. Zwar ist der fundamentale Treiber dann wirklich ein Earnings Release, aber die Überlegung, sogenanntes Second Day Play an der Stelle könnte dann auch sich auf einen Opening Drive Trade eben abzeichnen und da müssen wir mal gucken. 2,29 ist wahrscheinlich so eine Inflection. Wenn wir da drunter rutschen würden zum Beispiel, dann könnte sein, dass da durchaus auch nochmal ein Flush von 4, $5 sich abzeichnet. Wir haben ein relativ kleines Risiko, sehr attraktives potenzielles CRV, was sich vielleicht dann abzeichnet und selbst wenn du dann so Intraday Swing Trade, so nenne ich ihn jetzt mal, nicht absetzt, könnte so ein Opening Drive Trade dann in dem Fall auf der Short-Seite vielleicht das sein, was eben hier Thema wird. Ja, also da blicken wir, wie gesagt, heute Nachmittag nochmal drauf. Da werde ich nochmal zwei, drei Gedanken zu geben. Und soweit meinerseits. Also, happy trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören heute Nachmittag voneinander oder allerspätestens morgen dann 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Und bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.